Kolleginnen und Kollegen, Herr Kreuzer, Sie haben zu Beginn Ihrer Rede auf die Dimension des weltweiten Flüchtlingselends hingewiesen. Zu Recht haben Sie darauf hingewiesen, ja. Man spricht davon, dass fast 60 Millionen Menschen im Moment auf der Flucht sind, auf der Flucht vor Kriegen, vor Folter, vor brutaler Gewalt, vor Vergewaltigung, vor Menschenrechtsverletzungen. Wir haben heute das größte Flüchtlingselend seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das muss man sich bewusst machen, wie die Situation ist weltweit, wenn man in diesem Lichte dann schaut, ob die Vorschläge, die der Kollege Kreuzer uns hier präsentiert hat, irgendeinen Beitrag zu leisten, um diese Dimension wirklich in den Blick zu nehmen. Die meisten Menschen fliehen innerhalb ihres eigenen Landes und sie fliehen in ihre Nachbarländer. Die 6 von 10 Ländern mit der weltweit größten Flüchtlingsaufnahme sind Länder in Afrika. Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Nicht wir in Deutschland sind es. 6 von 10 Ländern, die weltweit am meisten Flüchtlinge aufnehmen, sind Länder in Afrika. Ein kleiner und wachsender Teil der Schutzsuchenden kommt zu uns nach Europa. Und was passiert in Europa und Europa? Das sind wir alle. Das ist nicht irgendwo weit weg in Brüssel. Das sind wir alle in unserer politischen Verantwortung. Europa versagt kläglich in der Flüchtlingspolitik. Die EU hat den Landweg aus den Krisengebieten des Mittleren Ostens versperrt, unter anderem durch Sperrzäune zwischen Griechenland und der Türkei. Und man zwingt die Schutzsuchenden durch diese Versperrung des Landweges auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer. Und wenn dann diese Menschen dort ertrinken, dann vergießt man Krokodilstränen darüber, dass diese Menschen ertrinken. Aber man hat vorher die Fluchtwege auf dem Land versperrt. Und deswegen muss diese Politik grundlegend geändert werden. Allein in diesem Jahr sind über 3000 Menschen ertrunken bei dem Versuch der Flucht über das Mittelmeer. Und nichts könnte das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik dramatischer uns vor Augen führen. Es ist ein tödliches Versagen, was da passiert. Was muss jetzt unsere Antwort darauf sein? Unsere Antwort darauf muss in der Tat eine starke Politik sein, aber eine starke Politik der Menschlichkeit, eine starke Politik der Menschlichkeit in Bayern, auf Bundesebene und in der Europäischen Union. Das ist die Antwort auf das weltweite Flüchtlingselend. Viele Menschen praktizieren das ja hier bei uns schon tagtäglich. Wie viele Menschen gehen in die Unterkünfte, helfen den Flüchtlingen, den Schutzsuchenden, die zu uns kommen. Sie spenden Geld, sie spenden ihre Zeit, sie betreuen die Kinder, sie geben Nachhilfe, sie geben Deutschunterricht. Viele Menschen praktizieren in ihrem Alltag diese Politik der Menschlichkeit für sie ganz persönlich. Aber was wir brauchen, damit diese Politik der Menschlichkeit dann tatsächlich auch Fuß fasst, sind die richtigen politischen Maßnahmen auf Bundesebene und auf Landesebene und auf europäischer Ebene. Und diese Maßnahmen sind Sie bisher schuldig geblieben. Und ich hätte mir schon gewünscht, Herr Kreuzer, dass Sie bei all den starken Worten hier vielleicht auch einmal ein Wort des Dankes finden für all die Menschen, die sich auf der kommunalen Ebene, die sich in den Flüchtlingsorganisationen und in den Initiativen für diese Flüchtlinge einsetzen, die ehrenamtlich sich engagieren. Sie sagen, das machen Sie ständig. Hier in diesem Zusammenhang, hier in diesem Bayerischen Parlament wäre es gut gewesen, Sie hätten das an diesem heutigen Tage in Ihrer Rede getan. So, was heißt jetzt eine Politik der Menschlichkeit? Das Frau Bause, heißt bitte, warten Sie mal. Frau Bause, die möchten sich erst einmal beruhigen. Denken Sie an Ihren Blutdruck alle und dann... Nein, bitte nicht immer dazwischen reden. Ja, dann melden Sie sich halt zu einer Zwischenbemerkung. Ist doch gar kein Problem, da hört Ihnen jeder zu. Also jetzt... Machen Sie sich keine Sorge um meinen Blutdruck, den habe ich wunderbar im Griff.
Was heißt eine Politik der Menschlichkeit? Das heißt zuallererst, dass wir das individuelle Recht auf Asyl, dass wir das bewahren, dass wir das wie unseren Augapfel hüten. Das individuelle Recht auf Asyl ist eine Lehre aus der Nazizeit, ist eine Lehre aus unserer eigenen Geschichte. Und deswegen müssen wir alles dazu tun, damit wir dieses individuelle Recht auf Asyl erhalten und jedem Menschen, der bei uns ein Asyl anruft, dieses Recht zugestehen und dieses Recht dann prüfen. Und wenn Sie sagen, wir brauchen schnellere Verfahren, ich weiß nicht, wie lange ich das schon höre. Ja, bitteschön. Warum handeln Sie hier nicht endlich? Natürlich brauchen wir schnellere Verfahren. Die Verfahren dauern 1, 2, 3 und noch mehr Jahre. Und deswegen sollten Sie endlich Ihrer Verantwortung gerecht werden und alles dazu tun, damit wir die entsprechenden Beamten und Mitarbeiter im Bundesamt für Flüchtlinge haben, die dafür sorgen können, dass wir eine zügige Bearbeitung der Verfahren haben. Zweitens. Wir stehen zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das 2012 gesagt hat, uns noch mal ins Stammbuch geschrieben hat, dass der Schutz der Menschenwürde nicht zu relativieren ist. Der Schutz der Menschenwürde steht allen zu, egal wo sie herkommen. Und sie hat auch noch mal ganz deutlich gemacht, dieses Zitat, die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Das heißt, zum Zweck der Abschreckung dürfen Sie nicht das Existenzminimum zusammenkürzen. Das hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig festgelegt. Und deswegen fordere ich Sie auf, verhalten Sie sich endlich rechtskonform und verfassungskonform. Wir haben in unserem Antrag viele Punkte aufgelistet, was wir auf bayerischer Ebene endlich tun müssen, um diese Politik der Menschlichkeit zu realisieren. Ich möchte jetzt aufgrund des Zeitmangels zu Ihrem aktuellen Lieblingsthema kommen, nämlich die Einrichtung von Asylzentren in Nordafrika. Herr Kreuzer, Sie wissen doch, Sie sind mit dieser Forderung sogar in den eigenen Reihen isoliert. Wenn Sie heute früh Ihren Kollegen aus dem Allgäu, Herrn Gerd Müller, Sie kennen ihn mit Sicherheit, gehört haben, dann hat der deutlich gemacht, dass diese Idee völlig realitätsfremd ist. Ihr Kollege Müller hat deutlich gemacht, das kann man gar nicht umsetzen, das ist realitätsfremd. Und auch innerhalb der Koalition sind Sie mit dieser Idee völlig isoliert. Der Herr Pachmann hat es schon ausgeführt. In welchem Land, bitteschön, sollen denn diese Zentren entstehen? Wie wollen Sie dort die Sicherheit garantieren? Wie wollen Sie dort den Rechtsschutz sicherstellen? Länder wie Libyen, die zerfallen, da erzählen Sie mir doch nicht, dass Sie dort irgendwelche Asylzentren aufbauen sollen. Ihr Vorschlag dient im Kern dazu, dass sich die Festung Europa noch mehr abschottet. Und das ist schäbig. So kommen wir nicht zu einer humanen Lösung in der Flüchtlingspolitik. Mein Lösungsvorschlag sind in der Tat humanitäre Visa. Humanitäre Visa in den Herkunftsländern. Dort wird geprüft, ob ein Asylanspruch vorliegt. So ist es nämlich, ob das Recht auf Asyl vorliegt. Und dann können die mit diesem humanitären Visum nach Deutschland kommen und dann wird auf deutschem Boden der Asylrechtsanspruch geprüft. So garantieren wir das Recht auf Asyl und nicht mit Ihrer Vorstellung, dass Sie dort Zentren errichten, die völlig realitätsfremd sind. Und wenn Sie von der Dublin-Verordnung reden, wenn Sie sagen, die muss also konsequent umgesetzt werden und zum gleichen Atemzug sagen, wir wollen aber eine fairere Verteilung der Flüchtlinge in ganz Europa. Ja, bitteschön, das beißt sich doch. Die Dublin-Verordnung sagt doch gerade, dass die Flüchtlinge dort bleiben müssen, wo sie zum ersten Mal registriert sind. Das geht dann gar nicht mit einer besseren Verteilung, einer faireren Verteilung über ganz Europa. Was auf dem Prüfstand muss, was dringend geändert werden
werden muss, ist genau diese Dublin-Verordnung. Da würde ich mir mal wünschen, dass Sie sich da engagieren und nicht solche rechtspopulistischen Äußerungen machen, wie Herr Söder, der sich bei der AfD und bei der NPD bedient hat, als er gesagt hat, wir müssen die Schengen-Verordnung aussetzen. Ich habe nachgeschaut. Diese Forderung nach Aussetzung der Schengen-Verordnung war eine Forderung der AfD in Thüringen im letzten Landtagswahlkampf und ist eine Forderung der NPD in Sachsen. Ich hoffe, dass Sie sich derartige Forderungen nicht länger zu eigen machen. Sie reden von Flüchtlingspolitik mit Augenmaß. Tatsächlich vergiften Sie durch Ihre zunehmend schrillen Töne und durch untaugliche und zum Teil rechtswidrige Vorschläge zunehmend das gesellschaftliche Klima. Sie müssen sich entscheiden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU. Sie müssen sich entscheiden, wollen Sie das gesellschaftliche Klima vergiften? Wollen Sie Beifall von den Rechtspopulisten? Oder wollen Sie zusammen mit vielen Verbänden und Organisationen, mit den Flüchtlingsorganisationen, mit den Ehrenamtlichen, mit den Kirchen und mit der Wirtschaft, wollen Sie zusammen mit diesen starken Bündnispartnern ein Bündnis für Menschlichkeit in Bayern und in Deutschland? Wir Grüne sind hier klar und Sie sind herzlich eingeladen zu einem Bündnis für Menschlichkeit in der Flüchtlingspolitik.